Das heißt hier Grabschnitt. Feinschnitt. Feinschnitt muss das heißen. Nicht Grabschnitt. Feinschnitt. Feinschnitt. Oder Aufschnitt. Achtung, Achtung, dies ist eine Warnung. Achtung, Achtung, dies ist eine Warnung. Weder die Gruppe Grobschnitt, noch der Norddeutsche Rundfunk, noch sonst irgendeine Instanz auf der Welt können dafür haftbar gemacht werden. Wenn bei dem nun folgenden Konzert die Stadt Oldenburg, das UKW-Sendernetz des WDR, ihr Rundfunkgerät oder ihr Gehirn mechanische Schäden erleidet. Dies ist ein Grobschnittkonzert. Meine Damen und Herren, wir möchten Sie zum heutigen Kurkonzert, original übertragen vom Schlossplatz zu Oldenburg, recht herzlich begrüßen. Yeah.
möchte mich hier mal ganz kurz einblenden, damit ich euch, die ihr nicht sehen könnt, was hier in Oldenburg auf dem Schlossplatz auf der Bühne passiert, ein bisschen beschreiben kann, was Grobschnitt macht. Dieses Stück heißt Sahara Show, das Wetter ist ja ganz dementsprechend. Und passend dazu hüpft die ganze Gruppe in Beduinenkleidung auf der Bühne herum. Sie tanzen einen grotesken Tanz mit einer riesigen, weißen, fischigen Puppe. Und sie singen mit Mickey-Maus-Stimmen, das sind die Mini-Beduinen, und die anderen singen in tiefem Bass, und das sind klar die ganz großen Beduinen. Grobschnitt war die erste deutsche Gruppe, die eine ausgefeilte Bühnenshow gebracht hat. 1970 hat sie etwa damit angefangen und sie hat seitdem ständig an der Show gefeilt. Inzwischen haben es ja auch zahlreiche andere Gruppen Grobschnitt nachgemacht. So perfekt wie Grobschnitt und so unterhaltsam wie Grobschnitt schafft es allerdings wohl kaum eine andere deutsche Truppe. Grobschnitt betont immer wieder, dass die Bühnenshow und alles, was sie auf der Bühne machen, nichts mit tieferer Bedeutung ist, sondern eigentlich alles nur ein großer, großer Spaß sein soll. Ein Spaß für sie selbst, sie sind immer wieder mit Begeisterung dabei, erklärten sie mir vor der Show, aber auch ein Spaß für die Zuschauer, die hier auch ganz gebannt dem verrückten Geschehen folgen. Nun sind Grobschnitt allerdings von der Bühne verschwunden und gleich wird wohl das nächste Stück anfangen und das, so haben sie mir gesagt, wird wieder ein ganz brutaler deutscher Marsch. Hören wir mal rein.
Abend für euch, heute ist das Licht wunderbar. Denn was heute Abend hier passiert, das gab es hier noch nie. Es ist die allergrößte Show von Kiel bis Miami. Worauf ihr einen lassen könnt, denn dafür sind bekannt. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren hier in Oldenburg. Wir begrüßen euch recht herzlich und alle Hörer des Norddeutschen Rundfunks zu dem heutigen Grundstück-Konzert. Es ist alles etwas verkürzt heute. Wir haben ein spezielles Programm für Oldenburg zusammengestellt und wir hoffen, es wird euch genauso gut gefallen wie allen anderen auch. Bevor wir anfangen, wie immer, unsere Mitglieder heute wieder in Oldenburg, alle Mitglied an Bord. Wir begrüßen zu unserer linken Seite am Schlagzeug-Stageman Joachim Ehring. Ein bisschen Beifall, wie der Stimmung aufgab. Orgel, Piano, Melotron und Gesang. Vulkanist aus Bremen, klar! Ja. Zu meiner Linken, hinter mir, Solo-Gitarre, Rhythmus-Gitarre und Solo-Gesang, Stefan Wildschwein aus Böllerheide, Mr. Wildschwein! Ja, dieser junge Mann hier vor mir, allen Leuten wohl bekannt, der wohl größte Stage-Act-Man der deutschen Szene, Tony Mottolo, come on! Ja, unser letztes Mitglied, das neue Mitglied bei den Grobschnitt. Er hat das kleinste Glied, weil er ja von unten anfangen muss als neues Mitglied. Nicht er an der Bassgitarre, Pepe Panschau. Ja, das sind die Grobschnitts und wir wünschen euch viel, viel Spaß. Vielen Dank, Grobschnitt. Grobschnitt auf dem Stadtfest in Oldenburg, heute im 5 Uhr Club, live vom Schlossplatz. Dieses Stadtfest läuft seit heute und geht noch bis Sonntag und ist eine Erfindung, um die Innenstadt von Oldenburg ein bisschen zu beleben, um Stimmung in die Stadt zu bringen. Außer Musik und Diskotheken gibt es hier einen Zirkus, viele Süßigkeitenbuden, Zauberer treten auf, Theater wird gespielt, ein Flohmarkt findet statt. Und viele verschiedenartige Konzerte, zum Beispiel eben auch dieses mit Grobschnitt. Ich finde, ihr macht jetzt weiter. Was ist euer nächstes Stück? Ja, wir spielen als nächstes ein Stück von unserer neuen LP. Sie kommt in etwa 8 Tagen auf den Markt, heißt Jumbo. Das erste Stück ist auch das erste Stück auf der LP. Heißt Vater Schmidt, erzählt die Geschichte einer lustigen Familie aus Oldenburg. Spezialität der Familie, Sonntagsnachmittags spaziert die Familie an Oldenburgs ersten Stadtfluss an der Olde vorbei und sammelt dort Champignons. Vater Schmidt isst nämlich besonders gerne Pilze, eben diese Champignons. Sie laufen dann an diesem besagten Sonntag hin, suchen und sie finden dort einige Pilze, nehmen sie mit nach Hause, bereiten sich zu, essen sie. Wie man jetzt hört, soll die Familie nicht mehr in Oldenburg spazieren gehen. Warum, das werden wir euch dann erzählen. Okay. Sleep.
left and right. What a flash! Senseless ducks are chasing around the trees. Down the creek, catching the sun that I drowned. I'm chocolate. It's so kind. Yeah.
Leute, geht auf eure Plätze, es geht wieder los. Euer nächstes Stück. Ja, das nächste Stück, ebenfalls von der nächsten LP, auch das zweite Stück auf der ersten Seite. Das Stück heißt Der Clown. Wenn einige Leute übrigens unsere zwei Mitglieder Ballermann und El Blindo vermissen sollten. Ballermann sonnt sich auf Gran Canaria, konnte nicht mehr eingeflogen werden. Ich war der Einzige, der noch eingeflogen werden konnte. Und El Blindo hat Sterbefall in der Familie, musste dringend nach Mexiko.
Vielen Dank. Verehrtes Publikum, es steht nun ein wichtiger Höhepunkt bevor. Als nächstes erwarten wir unseren heutigen Ehrengast. Und dort ist er schon, Herr Dr. Erwin Senkelfuß, Mitglied des Bundestages und Mitglied der Bundeswoche, ja sogar des Bundesmonats. Kurzum, ein Mann, der kräftig am Bundesrat dreht. Er hat heute die Ehrenaufgabe eines jeden Grobschnittkonzertes zu erfüllen. Bitte, Herr Dr. Senkelfuß, walten Sie Ihres Amtes. Und vor Ihren geschätzten Augen entrollt er nun die Fahne der Bundesrepublik Deutschland. Und somit wäre einem neuen Kreis von Leuten bewiesen, dass Grobschnitt eine aktuelle deutsche Popgruppe ist, die sich niemals scheut, ihre politische Meinung offen und ehrlich kundzutun. Jawohl! Wir danken Herrn Dr. Erwin Senkelfuß. Und das, was der Herr Dr. Senkelfuß da gerade entrollt hat als Bundesfahne, war eine schöne, große, lange, grau gewaschene Unterhose. Nun das nächste Stück von Grobschnitt. SSS heißt es.
Lots.